Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play auf meinem Kanal. Und ich bin euer Marek, immer noch. So viele Monde schon und so viele Monde waren wieder Pause. Und ich habe mir gedacht, man könnte ja mal eine kleine Gruselgeschichte erzählen. Und man sieht schon, ich habe auch schon angefangen. Ich habe es mal ausprobiert. Macht Spaß. Aber es war jetzt bis jetzt noch nicht so ein Schocker drin. Muss ich auch sagen, bin ich jetzt auch gar nicht so böse drum. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch passiert. Und wir fangen natürlich eine neue Geschichte an. Und los geht's. Hallo? Hey, sweetie. Did you finish your drink already? Nee. Huch. Careful. It might break. Ja, Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Kuchen. Es gibt Kuchen. Kuchen. Ich will Kuchen. Mm-hmm. Oh, da habe ich schon ein bisschen... Tut mir leid. Mm-hmm. Mensch, du musst ja wegwischen, da quillt doch auf. Wo zeige ich meinen Becher hin? Let's see. There and there. Perfect. Das dauert ganz schön lange. Oh, ich spiel mal da look an den Murmeln. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Wie funktioniert so ein Ding eigentlich? Achso, Kuchen. Niedlich! Happy birthday, sweetie. Du bist niedlich. Das ist niedlich. Wow, 2 years today. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Achso, ich bin ein Mädchen. Chugga 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 choo choo. Das ist der choo choo choo, Charlie. Here it comes. Oh. Through the tunnel. Choo choo. Alter. Ein beherztes Klopfen. Right back. Wie wär's mit weiterfüttern? Kuchen. Alter. Was rumpelt hier so? Ich spiel weiter mit dem Rummeln. No! Look what I found. Was denn? I wonder what it is. Aber ich hab noch Hunger. Why don't we go upstairs and find out? Ich hab Hunger. Na, fast auf den Kuchen. Oh my. How much cake did you have? Na, viel habe ich ja nicht gekriegt. Hm. Hallo. Oh, doch nicht aufs Auge. Sag mal, was war an dem Kuchen, Mutti? Oh mein Gott, ich kann Geräusche sehen. Mutti? Hinter uns passieren Dinge. Und wir spielen Among the Sleep. Und wir werden verschleppt. Here we are. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Vielleicht. Kuchen habe ich ja nicht gekriegt. Muss was Gutes sein. Eine tote Katze. Okay, sweetie. Be a deer and play for a bit. Okay. Mommy will be right back. Okay, ich spiele ein bisschen. Boah. Diese... So, wir können uns ja irgendwie bewegen. Dachte ich. Wow.
Was ist das für ein gruseliges Geschenk? Es bewegt sich. Die Katze war doch noch nicht tot. Ja, also... Achso, Moment. Muss ich nicht die Kamera anmachen? Ich mach mal die Kamera an. Moment. Oh, hallo. Ja, heute mal mit Facecam. Ich wollte es mal wieder ausprobieren. Den Greenscreen habe ich jetzt leider mal. Ich habe ihn weggelassen. Wäre jetzt zu viel Aufwand und ich weiß auch nicht. Ich muss ja später auch noch rendern und mit dem Chroma Keying und so weiter. Und, ach, wir gucken einfach erstmal, was hier so Schönes hängt. Und die Zeichnungen sind echt schön. Also, an diesem Kind ist ein Künstler verloren gegangen. Und wir haben was. Oh, wir haben was zum Spielen. Wir sollen ja spielen. Stimmt, wir sollen ja spielen. Spielen wir mal ein bisschen. Ich spiele! Ist jetzt nicht so interessant. Oder doch? Können wir auch kriechen? Wir können auch kriechen. Kriechen ist cool. Kriechen. Früher gekrochen. Heute kriechen wir auch ab und zu mal. Na gut. Kissen. Ich bin eine Biene. Oh. Ball. Ball weg. Weg, weg, weg. Das ist ein Tunnel. Das ist vom letzten Hund noch übrig geblieben. Und ich habe ihn jetzt gekriegt. Quasi. Also nicht den Hund, den Tunnel. Was war das? Was war das? Also dieses Lachen, das war vorhin beim ersten Anspielen nicht so. Oder, na gut, da hatte ich Kopfhörer nicht auf. Vielleicht ist das deswegen ein bisschen... Verwende Space zum Klettern. Hä? Oh. Aber ich will doch noch ein bisschen was kaputt schlagen. Oh. Ja, ein Dino. Ja, ein bisschen arg gespielt wahrscheinlich. Na gut, klettern wir. Oh, ich glaube, ich muss gleich die Kopfhörer nochmal irgendwie feinjustieren. Es ist sehr laut. Ach nee, ich gehe noch nicht zum Geschenk. Nein, 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 nein. Man soll sich das Schönste zum Schluss aufheben. Ein Sitzsack. Ja, Babys brauchen Sitzsäcke. Das ist richtig. Aha, aha. Hier können wir kegeln. Können wir kegeln? Ja, das war ja super. Sollte es beim Malen bleiben, Kind. Nu, komm her. Wenn Mutti wiederkommt, dann ist ja alles aufgeräumt. Aufgeräumt. Oh, ist es fast hingefallen. Ein Fußball. Alter. Da. Ne, da gehe ich nicht hin. Wir haben doch noch so schöne Bauklötze, mit denen können wir doch auch spielen. Ich hab gerade echt einen Schreck gekriegt, ja. Man sieht die Ohren, die tote Katze. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen beobachtet mit dieser Kamera. Die da. Aber man sieht mich gar nicht so richtig. Das ist okay so. Bauklötze, was können wir denn schreiben? Was kann man denn hier so schön schreiben? Da fällt mir noch was ein. Wollen die Vögel da draußen, sag mal, wohnen die im Wald? Das ist ja nicht mal bei uns hier so schlimm. Nu, dreh dich! Dreh dich! Das dreht sich nicht. Dreh dich! Sehr gut. Nochmal! Das ist nicht das, was ich will. Aha. Aha. Wir kommen der Sache näher. Oh Gott. Das ist echt anstrengend. Ich hatte ja eine Idee, aber mit der Umsetzung, das ist ja irgendwie so ein bisschen komplizierter. Gehe ich jetzt dahin? Gehe ich dahin? Nö, ich gehe da noch nicht hin. Naja, es ist irgendwie so ein Bär mit spitzen Zähnen und Zombie-Nase und Zombie-Nase. Wie sehen Zombie-Nasen überhaupt aus? Ich kenne da jemanden, der mag Clowns.
Wer könnte das denn sein? Na gut, für meine Idee brauche ich, glaube ich, noch ein paar Minütchen. Ich, ja. Ich würde mal sagen, bis gleich. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ich habe ja in der Zwischenzeit mal ein bisschen Ordnung gemacht. Das sah ja aus wie Sau hier, also... Da habe ich mich immer noch nicht hingetraut. Und hier ist irgendwie noch ein Bettchen in der dunklen Ecke. Da können wir leider nicht rausgucken. Das finde ich sehr interessant. Mal zu sehen, was da draußen ist, aber... Und guck mal da, ein Schneemann. Oder ist es ein Clown? Clowns verstecken sich nachts übrigens unterm Bett und erschrecken Leute. Ach ja, und wir haben ja ein bisschen gebastelt. Was haben wir wohl gebastelt? Was haben wir gebastelt, hä? Das könnte vielleicht da liegen. Was ist denn das? Es kann Namen schreiben. Das ist ja verrückt. Verrückt. Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Huch. Ach, es macht einfach zu viel Spaß, hier Sachen durch die Gegend zu werfen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen vorankommen. Kann man den Sitzsack eigentlich mitschleppen? Oh, habt ihr das schon gesehen? Das Baby kann schreiben. Nein, den kann man natürlich nicht durch die Gegend ziehen. Das wäre voll cool. Ich würde den die ganze Zeit mitnehmen. Ich gucke erstmal zum Geschenk. Wobei ich ja glaube, dass die tote Katze aus dem Geschenk sich da in der Truhe versteckt. Schubladen öffnen. Wow. Deckel weg. Na, ist da noch was drin? Sieht ein bisschen aus wie ein Olifant. Ich will ihn haben. Und es ist leer. Natürlich ist es leer. Kommst du mit? Ich hab Angst. Oh, nimm ihn. Nimm ihn. Wir gucken einfach mal in die Truhe. Ach, nimm ihn. Oh oh. Hey, you found me. Du bist so gar nicht gruselig. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Not much of a talker yet, eh? Let's play a game. Was heißt verschlossen? Also, es ist ein sprechender Bär, verdammt. Komm, wir spielen was. Lass das da. Lass das. Wehe. Mach's nicht kaputt. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Come here. Turn around and cover your eyes. Alter Schwede, jetzt muss ich mich kurz mal umdrehen. Ich dachte jetzt, hier tanzt irgendwie so ein Willy Wonka Teddy durchs Zimmer. Nein, es war mein Hund. Und trotzdem, ich hasse dich. Du hast es kaputt gemacht. Ganz toll. Es hat ja bloß 5 Stunden gedauert oder so. Außerdem, wer könnte das sein? Drücke Escape, um dir die Augen zuzuhalten. Ja, besser ist. Ja, gut. There. You can look now. Er ist weg. Da ist er. Er ist mega gruselig. Was möchte er von mir? Geh weg. Geh weg. Doch, geh weg. Weiche. Geh weg. Na gut. Hat keinen Sinn. Ich werde dich wohl nicht los. Kann ich dich nehmen? Oh. Aber irgendwie mit der Kamera, ich bin immer noch so ein bisschen am Rand. Kann das sein? Warte mal, vielleicht kann ich ein bisschen nach vorne rutschen. Polter, polter. Ja gut, das muss reichen. Na gut, wir versuchen einfach mal zur Tür zu gehen. Wie lange nehme ich überhaupt schon auf? Na, ein bisschen geht noch. Nur noch ein bisschen. Na gut, wir gehen einfach erstmal.
Unordnung haben wir gemacht. Mutti hat uns nicht genug Kuchen gegeben. Das ist schon okay so. Donnerstürfen! Also der Schnellste bist du auch nicht, nee. Ted. Ted. Von diesem kleinen Teddy kannst du noch viel lernen, kleines Mädchen. Ja gut, da kommen wir nicht hoch. Was zum Hochkrabbeln. Ja, was zum Hochkrabbeln. Ist hier irgendwo ein Stuhl oder sowas? Nein. Warum hat das Kind eigentlich so viele Rechenschieber hier? Oder was auch immer das... Ach nee, ich spiele schon wieder rum. Ich wollte doch eigentlich weiter. Man kann ja... Ja, was kann man denn? Hilfst du mir jetzt auch irgendwie? Bist du irgendwie nützlich oder rennst du einfach bloß doof hinter mir her? Hier ist ja dieses Geschenk. Das wird nicht reichen. Ah, natürlich dreh dich genau so. Och. Und tritt und... Hallo. Schade. Vielleicht muss ich auch wieder zurück in mein Kabuffchen. Aber da komme ich ja auch nicht mehr hin. Ich kann die Tür hier irgendwie aufmachen. Das wäre natürlich vorhin auch viel einfacher gewesen, aber genau deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Das gibt's doch nicht. Dann kletter ich halt hier nochmal drauf. Vielleicht kann ich ja dann auch so Ninja-mäßig zur Türklinke springen. Aber ich glaube nicht. Nein, es fällt einfach runter. Der Teddy ist im Schrank. Sehr gut. Hä? Sag mal. Das, ist ja komisch. Oh. Ach, das Ding kann ich mitnehmen. Aber ein Sitzsack nicht. Das ist ein sehr kräftiges Kind. Das ist wahrscheinlich der Alpha-Kevin oder sowas. So, hervorragend. Ey, wenn du so ein Kind hast. Ist verloren. Hallo. Hallo. Mach doch mal die Tür auf. Okay, es geht nicht. Muss ich jetzt wirklich wieder zurück in meinen Stall? Es scheint wohl so. Und dann natürlich so tun, als wäre gar nichts passiert. Kein sprechender Teddy. Der. Wie bist denn du da hingekommen? Geh weg. Geh da weg. Teddy. Geh da weg. Hallo. Ist das dein Scheiß Ernst? Geh ich halt oben rum. Kannst mich mal. So, was willst du jetzt tun? Ist ja verdammt gruselig. Ja, aber was soll ich jetzt machen? So, hab mir die Augen zugehalten. Und jetzt? Das haben wir vorhin schon gemacht. Kurios. Jetzt sind wir so weit gekommen. Oder müssen wir die Tür... Wir müssen doch bestimmt die Tür aufmachen. Ich höre nicht eher auf, bis ich hier raus bin. Ja, Teddy wandert wieder durch Wände und Türen und ist sehr begabt.
Also irgendwie. Hm. Da ist auch kein Symbol, dass ich die Türklinke greifen könnte oder sowas. Das finde ich ein bisschen komisch. Ich will nur die Schlüssel doch gucken. Nein, auch nicht. Hä? Oh, 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 oh. Hehe. Ich mag Züge. Ja. Okay. Ich mache kurze Pause. Damit das hier nicht eine Endlosfolge wird, ist bestimmt wieder eine Kleinigkeit. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Oder hatte ich jetzt... Nee, Gedanke ist wieder weg. Ach, gruselig. Wow. Und hallo. Oh. Is that a music box? Does it work? Okay. Eine Spieluhr. Da, wo wir vorhin schon mal hochgeklettert sind. Und ja, zur Erklärung. Also, hinter der Truhe war ja dieser komische, naja, den ich vorhin noch liebevoll Ottifant genannt hatte. Den ich ein bisschen durch die Gegend geworfen habe. Den hatte er versteckt. Ja, und den sollten wir einfach bloß suchen. Irgendwie habe ich die Stelle da mental nicht mitgeschnitten. Keine Ahnung. Wir sollen quasi ein paar... Nice melody. Spiele mit ihm spielen. Er möchte ein Spiel spielen. Dieser kleine Gruselbär. So, nu? Ja. Nimm das. Und das. What's this? Ein Buch. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Immer einen fetten Rhyme auf den Lippen. Der Gute. Schmeiß doch nicht weg. Oh. Guck mal, das ist der Juju-Ju. Round and round and round. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Genau. We need someplace very dark. Wir brauchen einen richtig dunklen Ort. How about your closet? Ja, der Schrank, der ist auch sehr dunkel. Dieser kleine schmutzige Bär. Ja, die schweren Eichentüren, die habe ich doch gerade erst bewegt. Alter Schwede. Oh. It has to be darker. Shut the doors completely. Alter. Ist das ein beschissener Ernst? It has to be darker. Shut the doors completely. Ob das so eine gute Idee ist? Good. This will do nicely. I hope there are no monsters in here. Mhm. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. Yeah. You might feel a little bit safer. Okay. Okay, ich umarm Teddy mal. Alter. Okay. Was ist das für ein Schrank? Alter. Echt jetzt? We're supposed to be here. We must be careful. I don't like this. Ich möchte da nicht weitergehen.
Selbst der Teddy sagt, das gefällt ihm nicht. Oh, diese Musik. Junge, Junge, Junge. Einfach auf den Boden gucken. Nein, überhaupt gar nicht. I think something's coming. There you are. What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? Wenn du wüsstest. You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Naja. Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. Ich bin sicher, ich kann super schlafen jetzt. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Und schon wieder ins Auge. Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Good night, hon. Sweet dreams. Spieluhren. Ja, das war doch sehr schön. Leute, du. Teddy? Wach auf! Teddy! Teddy! Scheiße, Mann, Teddy! Alter! So. Gut. Erstmal ein bisschen verstecken. Ja, also, das ist Among the Sleep. Ein schönes Spiel zum Einschlafen. Und an der Stelle verabschiede ich mich jetzt erstmal und wir sehen uns dann in der zweiten Folge, hoffe ich jedenfalls. Ich glaube, es reicht für heute auch. Erstmal. Aber es macht doch ein bisschen Spaß, muss ich mal so sagen. Man muss aber aufpassen. Jetzt habe ich auch den Faden wieder verloren. Ist aber auch vollkommen egal. Man muss aufpassen auf alles Mögliche. Ist ein Gruselspiel. Aufpassen. Gruselige Würfel und Kissen und bla bla bla. Schatten. Gruselig. Ja. Okay. Also, bis dann.